Herzlich willkommen, liebe Freunde von Siggis Metal Corner. Heute ist der 2. Dezember 2019. Wir befinden uns hier in den heiligen Hallen der Hamburger Markthalle. Neben mir sitzt kein Unbekannter, das ist McCoy Jones von Hölzer, in der Funktion als Co-Headliner der diesjährigen Void Dancers Tour. Ja, schön, dass du dir eben kurz ein bisschen Zeit genommen hast, hier vor dem Gig ein paar Fragen zu beantworten. Wie sieht es aktuell mit der Tour hier aus? Wie sind die ersten Dates gelaufen? Erstens vielen Dank für eure Zeit auch. Ich freue mich. Ja, läuft gut. Das ist jetzt der 5. Show, glaube ich, heute, 6. Ja, also die Turnouts sind eigentlich so ein bisschen mäßig gewesen, die ersten paar Abende. Trotz schlechter Vorverkäufe liefen die eigentlich aber gut. Also da kamen schon gegen die 100, über 100 Leute pro Abend, also die kleinen Clubs am Sonntag auch, was nicht schlecht war. Sehr schön, sehr schön. Die Stimmung unter den Bands und alle zusammen im Bus ist wirklich super. Ich finde es persönlich ein Hammerpaket zu sein. Also haben wir eigentlich selber auch bestimmt, dass wir mit der Times Garden was machen wollen. Und sind froh, dass das zustande gekommen ist. Ich finde, es ist eher so ein breitfächiges musikalisches Ding. Das ist in der Tat. Ja, das passt. Ja, wir freuen uns auf die kommende Shows. Also das geht jetzt um den Westen, und zwar bis in Zentraleuropa. Dann soll die Erscheinung vielleicht ein bisschen spannender sein. Breit gefächert ist genau das Stichwort. Lass uns ruhig richtig gleich sofort ins Thema eintauchen. Ihr habt jetzt gerade ganz frisch eure neue EP draußen, Thieves Majesty, Majestätsbeleidigung, heißt es ja. Da stellt sich mir die Frage, über euer Album Hero, welches ja nur auch jetzt schon 3 Jahre alt ist. Man spricht immer noch über, es ist wirklich immer noch in aller Munde. Für mich fühlt sich das Album immer noch so an wie eine Art Motivationsleitfaden, wie eine Stärkung, Festigung des eigenen Selbst. Könnte man sagen, dass nach dieser Festigung des eigenen Selbst dann die Majestätsbeleidigung vielleicht als Synonym steht, dass ja, ich bin jetzt soweit, jetzt kann ich aufbegehren gegen die, ja, die mir nicht so gut tun, das mal sozusagen. Kann man das so sehen? Ja, also finde ich nicht weit fern vom Platz eigentlich, obwohl ich mir nicht so große Gedanken gemacht habe diesbezüglich. Also alles, was irgendwie entsteht bei uns, passiert auf eigener Basis. Also das ist sehr oft eine intuitive Sache, nicht irgendwie überintellektualisiert und überlegt. Also das kommt einfach mal, und die Texte, die gesamte Scheinung von der Platte nimmt sich so wie eine Form von sich selber. Das ist genau der Fall mit Thieves Majesty gewesen. Aber ich finde es trotzdem ziemlich genau auf dem Punkt. Ich meine, Hero war auf jeden Fall auf das Individuum fokussiert und vielleicht auf metaphorischer Basis, auch aus meiner eigenen Erfahrung, halt ein ziemlich abstraktes Textbild. Ne? Aber und die Gefühle, die mir so in aufwühlten, während ich die Texte für Thieves Majesty geschrieben habe, waren eher so ein bisschen zeitgenössisch. So das, was momentan rundum abgeht. Und ich habe so tatsächlich mehr so das Gruppengefühl bei mir gehabt, so was wir zusammen machen kann. Und so irgendwie. Ja. Freut mich, dass ich dann jedenfalls nicht komplett neben der Spur liege. Nein, auf keinen Fall. Aber daraus resultiert der Endeffekt auch, oder es passt ja wunderbar zusammen, das eigene Selbst, dann als nächstes diese Art Majestätsbeleidigung, eine Art von Unabhängigkeit. Dazu passt ja dann natürlich auch, dass ihr jetzt ganz frisch euer eigenes Label gegründet habt, um ja quasi, wenn irgendetwas Geschäftliches an euch angetragen wird, dass ihr das dann auch wirklich selber entscheidet und nicht irgendein Zwischenmann, der das dann für euch entscheidet oder euch das aufdrückt. Ja. So eine Hauptemotion, die eigentlich so wie ein Leitfaden durch die neue Platte auch zieht, ist wirklich auf jeden Fall so diese Freiheit, ein Gefühl von Freiheit, ja, und Emanzipation.
Und das hat sich irgendwie auch automatisch gegeben, dass wir endlich das eigene Ding aufziehen. Wir hatten das als Konzept oder Idee schon vor uns gehabt. Und jeder mag dann eigentlich sagen, okay, bei Neuerscheinung, dass es vielleicht ein schlechter Zeitpunkt ist, sowas zu machen. Aber für uns ist es oft genau das Gegenteil. Also, das ist während der schwierigsten Zeiten den nächsten Schritt. Ja, es ist vielleicht sogar besser, in den schwierigsten Zeiten den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Ja, das finde ich allerdings spannend. Ja. Und man kann immer davon lernen. Mhm. Ja, ich meine, wir hatten sehr gute Erfahrungen gehabt in der Vergangenheit mit Labels natürlich, wurden auch sehr gut behandelt. Es ging schließlich darum, dass wir sowieso so viel Zeit investiert haben für Ästhetik, das Gesamtbild und Paket von unseren Platten, T-Shirts, Merchandise. Das ist wie eine Arbeit, die sich so ja, einfach mit dem Label ergänzt hat. Also ja. Ich denke, das hat mir alles zusammengeschlossen. Finanziell gesehen, das ist natürlich ganz ein anderes Spielfeld. Was man selber, ja, also besser schon, aber ich meine, die Kosten, wenn man den plötzlich selber aufnehmen muss, sind ja die Eigenverantwortung. Sind der Eigenverantwortung. Und ja, das geht um nicht wenig Kohle, aber es ist schon ein Gefühl von, wie gesagt, selbstständig zu sein. Die Selbstständigkeit, Unabhängigkeit. Ja, dann schauen wir halt, wie sich das ergibt. Mhm. Ja. Lass uns gleich mal zu einem komplett anderen Thema rübergehen. Wir wollen die Politik so ein bisschen komplett außen vor lassen, obwohl ihr ja gerne mal so eine Zielscheibe für politische Fragen, Aussagen oder so seid. Das geht ja heutzutage schon. Ja, ganz genau. Da geht es aber auch, glaube ich, darum, dass sich der ein oder andere einfach nicht mit gewissen Symboliken und ihrer Geschichte beschäftigt. Das lassen wir mal komplett außen vor. Mir geht es eher darum, es gab vor einiger Zeit mal einen Rundumschlag-Posting in den sozialen Medien, welches du getätigt hast, mit den Fotos von dir und deinem Vater, wo du mal eben kurz wirklich klargestellt hast, wofür du stehst und die ganzen Anschuldigungen mal eben komplett vom Tisch gewischt hast. Meine Frage wäre eher, ist seitdem Ruhe eingekehrt oder haben sich die Leute vielleicht daran noch mehr aufgegeilt? Nein, das hat schon sein Ziel erfüllt, glaube ich. Ja. Ich meine, das war leider ein sehr nötiges Übel gewesen, denn ein Satz, ein Statement zu machen, erstens meinen Vater reinzuziehen, das fand ich ziemlich niedlich, also dass ich sowas machen müsste. Müsste nicht, aber ich dachte, das war meine letzte Möglichkeit, irgendwie diese Besserwisser irgendwie ja, so ein Stück Wahrheit zu schenken. Ja, und, vielleicht wussten sie es auch gar nicht. Ja, das dann nehme ich genau. Mich übrigens nicht aus. Ja, ich ist klar, ich meine, aber es kann ja nicht sein, dass jeder sein Privatleben irgendwie auftischen muss und aufschneiden, analysieren muss, oder das ist da ein bisschen beigezogen. Aber ganz gut in diesem Falle ist es, was mich dann vielleicht zu der nächsten Frage bringen würde, durch deinen Vater hast du ja einen ganz interessanten musikalischen Background. Inwieweit hat dieser musikalische Background deines Vaters dir bei der Erschaffung, sage ich jetzt mal wirklich, das Wort sollte man eigentlich benutzen, bei der Erschaffung deiner Musik, inwieweit hat dir das geholfen? Vielleicht sogar in konkreten Beispielen, was du von ihm gelernt hast, was du heute noch bei Hölzer verwenden kannst oder auch tust? Sehr vieles. Also erstens als Mensch. Und zweitens natürlich, musikalisch gesehen, war immer ein großes Vorbild für mich. Ja, und ich meine, er war auch mein erster Kontakt zu Gitarre als Instrument, hat mir das erste Teil geschenkt und die erste Akkorde beigebracht. Und bei ihm ist es halt so, dass er immer Solo-Musiker war, ja, und Singer-Songwriter in diesem Sinn. Aber wirklich ein Gitarre-Virtuos von einer Art, hat sehr viel mit seinen eigenen Tunings und alles experimentiert und hat so wirklich großartige Sachen gemacht, also, finde ich. Und das hat sich schon irgendwie auf meine musikalische Hinsicht auch Spuren hinterlassen, indem dass er auch viele große
Open Schulings benutzt, mhm. eine Art, hat auch eine Zeit lang so ein 12-Seiten zu Hause rumliegen. Und was mir sehr gefallen hat, war den großen natürlichen Chorus-Effekt, den man bekommt von diesen Tunings oder ja. Akkorden. Und das war für mich immer so bombastisch mitreißend. Und schlussendlich bei meiner ersten Bandformation war ich auch als einzelner Gitarrist am Start mit Bassist und Schlagzeuger. Und dann habe ich mich so irgendwie angefangen, ja, einfach zu schreiben, dass es denn groß klingt, allein steht. Und das hat sich irgendwie ja, weit und ferne gezogen. Wenn ich so 10 Seiten benutze, da habe ich dieses 12-Seiten-Prinzip mhm. am Spielen. Und wo du eigentlich auch ein Alleinstellungsmerkmal mit hast, ne? Ja, 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 das auch. Und in Bezug zu meinem Vater, das ist auf jeden Fall ein Interesse für Melancholie und weiß nicht, also das hat schon alles ein bisschen so einen traurigen Unterton oder sowas, was Mitreißendes. Traurig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Melancholie ja. passt. Melancholie passt. Melancholie passt. Dann eben und Power, also das ja, ist, das er singt auch sehr gerne über Leben, so, Leben als Leben, das ist irgendwie all die Schwierigkeiten in einem entgegenkommen und das irgendwie in einem Art poetisches Text irgendwie zu formen. Das ist dann, ja, dass man irgendwie so komische Bilder kreieren kann damit. Ja. Das gefällt mir auch sehr. Das Leben schreibt dann immer noch die größten Geschichten. Ja. Ja. Was sagt dein Vater zu deiner Musik? Schätzt er. Ja. Ja. Wahrscheinlich hat er eine ganz andere Herangehensweise daran. Oder er sieht die Musik wahrscheinlich anders. Ja, ja, doch, aber er ist trotzdem auch in den 60er aufgewachsen, hat Hendrix gesehen mit 14, 15 und all die großen Rocker, also ja, die harte Musik von dieser Zeit, das hat ihn auch ziemlich geprägt. Ja. Das finde ich natürlich auch super. Klassiker. Dann lass uns einmal, jedenfalls zum Schluss, einmal ganz tief in eure Musik reingehen. Also eigentlich würde ich ja sagen, eure Musik zu sezieren, das würde dem Ganzen so ein bisschen die Magie nehmen. Ich maße mir jetzt einfach mal an, ich kenne 4/4, 3/4, 7/8 Takte, ich finde vielleicht irgendeine Melodie durch und kriege dann wieder den Zugriff zu einem Song. Aber ihr habt auf Hero, habt ihr den Opener, The Archer. Und ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, auch vor allen Leuten, die das jetzt gerade hier sehen, ich finde taktmäßig durch diesen Song nicht durch. Kannst du mir den erklären? Was habt ihr da verbrochen? Alleine den Refrain, dieser Aufbau des Refrains, der ist ja wirklich gigantisch. Dieses, was du sagst, Open Chords, da passiert ja auf der Gitarre fast gar nichts. Aber ihr spielt das Ding zusammen. Was passiert da? Also meinst du jetzt bei einem Teil? Der Takt, also alleine dieser Takt, ich könnte nicht mal sagen, da fängt er mit einem 4/4 an und macht mit 3/4 weiter, was natürlich jetzt erstmal völliger Quatsch ist wahrscheinlich. Ich finde durch diesen Song nicht durch. Kannst du das erklären? Ja, das sind. Das ist auch wieder nicht was mir irgendwie überlegt vorkommt. Also das passiert einfach aber beim Schreiben. Aber du musst dir das doch auch merken in dem Moment. Es fühlt sich an wie, es kommt irgendwie eine Idee zustande. Okay. Und dann macht man einfach weiter. Und, ja, das sind schon einige Sachen, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen für den Fabian, damit er auch klarkommt zuerst beim ersten Zeigen von diesem Griff oder so. Aber mit der Zeit sitzt es sehr gut. Wir haben wirklich ein ziemlich eingesessenes Verständnis füreinander. Und das habt ihr. Ja, bei der Archer weiß ich nicht, dass da wirklich ein triebender Backbeat hauptsächlich da. Ja, oder ich könnte nicht mal sagen, so fängt der an. Gut. Aber ich kann dir auch nicht wirklich so sagen, eben 7/8, ja. 12/16 oder so, das ist nicht so mein Ding. Okay, gut. Kein Problem. Ich weiß einfach, wie das ablaufen soll bei der Entstehung und dann ja, schaue ich, dass das irgendwie, das Bild in meinem Kopf irgendwie zustande kommt. Ja. Gut, dann lasse ich das jetzt einfach so stehen. Ich nehme das Mysterium mit nach Hause und arbeite einfach weiter. Vielleicht finde ich immer irgendwann durch. Aber finde ich auch allerdings wirklich auch wichtig, dass Musik nicht immer komplett Nein. zu Tod analysiert wird. Nein, das darf man nicht. Ja, ich finde es, wie du gesagt hast, ist das eben die ganze Mist, die ja.
knackig teilweise. Dadurch, dass wir jetzt hier gerade alleine sitzen, Fabian ist jetzt gerade noch am Arbeiten, sagtest du gerade. Lass uns heute ganz kurz eben einmal auf ihn zu sprechen kommen. Mir ist es jetzt, wo wir jetzt gerade noch über die Archer gesprochen haben und du hast ihn jetzt gerade aufgegriffen. Mir fiel es auf der neuen EP In the Temple of Spears, dass er da eine sehr, er ist kein einfacher Schlagzeuger mehr, ist er schon mehr ein richtiger Musiker, der wirklich taktgenau, der das unterstützt, was du nicht nur spielst, sondern auch singst. Er ist mehr als ein Musiker. Wie würdest du ihn da beschreiben? Er ist ein großartiger Mensch, ja. Und, er hat sehr, sehr viel erreicht auf seine eigene Willenbasis. Ja. Ich meine, er hat sich selber das Schlagzeugspiel, den er heute ausübt, selber beigebracht. Also alles, was er im Endeffekt gelernt hat, hat er selber einfach hingekrüppelt. Wow. Und ja, dass irgendwie in der Versuch, dass wir was zu zweit kreieren, was irgendwie eigenständig ist und allein stehen. Das ist schon irgendwie wichtig. Obwohl es nicht als das Ziel vor uns steht, sondern wir haben ihn für, keine Ahnung, also aus Interessensbasis her, es ist einfach wichtig, dass man was anderes macht. Mhm. Und ihr funktioniert wahrscheinlich menschlich super zusammen. Ja. Und dadurch ergibt sich dann auch diese einzigartige Musik. Wir ergänzen uns sehr schön. Jedenfalls ja, gegenseitig. Und wir haben hier auch sehr viel gezeigt und so. Und ich lernte sehr viel von ihm als Mensch. Und vice versa, glaube ich, auch. Also das ist schon eine interessante Freundschaft, die wir haben. Nicht immer einfach, natürlich. Also das geht ohne Sache. Es muss auch mal rumsen. Ja, aber wir pushen uns gegenseitig. Also das ist sehr cool. Ja, und ich meine, wie du sagst, ich finde es auch großartig, was er geschafft hat. Sein spielerisches Können. Ja, das ist entspürend für mich. Wunderbar. Super Schlusswort. Ich bedanke mich für die Zeit, die du mir hier kurz genommen hast. Ja. Viel Glück jetzt gleich bei der Vorbereitung für die Show. Liebe Leute, Okoy von Bölzer, vielen, vielen Dank nochmal für alles. Danke dir, Sven. Und ansonsten, ich meine, über Bölzer muss man wirklich nicht viel sagen, aber ich sage es euch trotzdem, denn der Corner, der sagt euch nicht, was hip oder cool ist. Der Corner sagt euch nur, was gut ist. Bis zum nächsten Mal bei der Corner Time.